Ja, und willkommen zurück. Da sind wir beim vierten Part mit unseren Höhlenziegen und stehen jetzt vor einem Kampf um unsere Quest, die wir ja auch durch das DLC Primal Fury dazu bekommen haben, zu erledigen. Heißt, wir müssen jetzt diesen Astralriss hier vernichten. Das können wir hier sehen. Brutstätte. No. Die Tiefentox, also unsere Spinne, möchte gern, dass wir ihre Brutstätte befreien. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wir müssen diesen Astralriss jetzt zerstören. Der Astralriss hat zum Glück keinen verlorenen Zauberer, aber trotzdem einen gehirnten Gott, der auch schon ordentlich austeilen kann. Leider auch noch zwei anderes oder ein anderes Deck, das auch nochmal mit ein bisschen schwachen Einheiten vollgefüttert ist. Sollten wir hinkriegen, also wir sind deutlich im Vorteil und schauen einmal, wie das Ergebnis dabei wäre. Vielleicht nehmen wir es so an. Würden verlieren. Beschützer. Und den braunen Oger. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal, damit wir auch mal so einen Kampf nochmal gesehen haben, der auch was größer ist. Versuche auch langsamer zu kommentieren, aber bei den Kämpfen ist man halt immer so in the zone. Das heißt, ich bin da nicht gerade der Mensch, der dann sagt, jetzt rede ich aber mal schön langsam. Das kann ich einfach nicht. Es tut mir wirklich leid. Ist aber nicht mein Ding. Deswegen schneide ich ja auch oft so gerne, weil ich weiß, im Nachhinein kann ich das tatsächlich leichter erklären. Bin nicht so schnell. Ihr seht, ich klicke mich ja hier wie so ein Wahnsinniger durch. Diesen Speed, den ich dabei benutze, den habe ich dann auch irgendwann in der Sprache. Aber soll jetzt nicht weiter kümmern. Wir gucken, dass wir erstmal das rechte, leichte Stack vernichten, hoffentlich. Und dass wir dann schön gemütlich dann das linke Stack auch nochmal rausnehmen können. Gute ist, er hat keine Flora, um die ganze Geschichte zu beschwören hier. Weil es ja ein Astralis ist. Sollte er, obwohl das sind Pilze, das könnte sein, dass er diese niedrige Belaubung Name, tatsächlich dafür nutzen kann. Wir können noch keine Zauber zaubern, ne? Müssen wir dann denken, weil wir die Geißel des Magiers gegen uns haben. Sollte man nicht vergessen. Das heißt natürlich, wir sind da natürlich ein bisschen eingeschränkter, als wir sonst sind. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Für die Sternenklingen bewegen wir uns in dieses Stack hinein. Das sollte optimal, ne, nicht ganz optimal. Da hätten wir noch eine Einheit hinstellen können. Ist trotzdem ganz okay, denke ich. Ja, das wird also nicht so einfach, wie ich mir das jetzt gehofft hatte. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich blöd, aber gut, ist halt jetzt erstmal so. Momentan sollte das jetzt kein Problem darstellen. Wir müssen jetzt abwarten, was die Zukunft bringt. Wir können uns hier mal ein bisschen stärken. Machen wir das mal auf. Ah ne, das müssen wir. Wer hat nochmal? Das war irgendwie so komisch, ne? Verbündete halten, verliert alle. Genau, wir müssten gestärkte Verteidigung haben, um das überhaupt gestärkten Widerstand oder gestärkten Widerstand, um dann eben die HP zu regenerieren. Bringt uns also gar nichts. Wir können aber hier zweimal gestärkte Verteidigung anbringen. Und das war es eigentlich schon. Wir können auch irgendwelche temporären HP brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt aufpassen, dass unsere Einheiten nicht angegriffen werden, zum Beispiel von diesem Varg. Ja, der Dunst, den kann von mir jetzt angegriffen werden. Sie sollte eigentlich auch nicht angegriffen werden. Aber habe ich ja jetzt schon was von beschworen. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ah, eine Banshee ist natürlich super. Denn damit können wir ein bisschen die aufhalten. Das ist perfekt. Und wir haben ein Edzwurm. Achso, Edzwurm ist das, was wir bekommen haben. Sehr gut. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Kann sich hierhin bewegen und die mal abfangen. Hoffentlich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wie gesagt, eigentlich die Geister des Magiers müssen wir killen. Weil ja sonst können wir unsere Schießstrategie nicht durchführen. Dass wir die ganze Zeit Spinnen beschwören. Das wird da natürlich ein bisschen schwieriger durch. Gut, aber er kommt näher. Heißt, wir müssten theoretisch die Möglichkeit haben, ihn jetzt anzugreifen und hoffentlich auch zu beseitigen. Ja, nicht wirklich. Das Ding ist schon ziemlich stark, ne? Uff, diese Frostfeuersprengung, ich weiß auch nicht. Hat mich noch nie überzeugt. Ich habe es jetzt trotzdem mal wieder genommen, aber überzeugen tut mich das jetzt nicht unbedingt. So, was können wir tun? Was können wir tun? Wir würden. Sollen wir den Wurm noch heilen? Lohnt sich das überhaupt, ihn zu heilen? Oder hat er seine Aufgabe erfüllt? Auch eine gute Frage, ne? An die kleinen Einheiten hier werden wir ja locker killen, ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Problem sind eher halt die großen Einheiten, die da hinten kommen. Und dann kannst du den nämlich einfach töten. So, dann haben wir schon mal einen Gegner weniger. Das kann ja schon mal nicht schaden. Uff, ja, können hier 65% nehmen. Ach, shitte. Auch hier wieder 65, komm schon. Ja, naja, ein bisschen besser. Und dann haben wir eine 80% Chance, nochmal einen zu killen. Erstmal geht es darum, ein bisschen zu minimieren, die ganze Geschichte. Natürlich würde ich lieber die Geißel töten. Ist aber momentan einfach auch nicht drin. Ich glaube, da kommen wir nämlich einfach nicht in der Weise hin, wo wir uns gut fühlen würden dabei.
Das ist schon mal gut. Crits sind perfekt durch unsere Fähigkeit. Ich werde die jetzt schon mal angreifen, die Geißel. Um ein bisschen was an Brutalität daraus zu holen. So, ja, unsere Blastrohrschütze sind halt so mit ihrer Reichweite so stark eingeschränkt. Das ist nicht normal. Machen natürlich auch guten Schaden. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber sind natürlich massiv eingeschränkt. Okay, der kann 1, 2, 3. Wieso kann er den angreifen? 1, 2, 3, 4. Hat der jetzt eine Reichweite? Ach, eine Quälerin. Achso. Ich dachte gerade, wieso kann denn jetzt der das doch angreifen? Okay, dann hätten wir es doch vielleicht geschafft, ich Idiot. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Gucken wir mal. Dann könnte man nämlich noch ein bisschen Schießstrategie machen. So, hier hin. So, wie viel macht der uns Dinger? 23 ist gut. Reicht aber noch immer nicht. Aber hat natürlich Unglück drauf, was ganz cool ist. Frage ist, soll ich mit der einfach reinfliegen? Schwierig. Und jetzt habe ich mich natürlich wieder super gut bewegt. Also ganz toll. Aber hiermit müsste es schon klappen, wenn wir den nach vorne bewegen kriegen. Ah, noch immer nicht. Schon wieder ein verfluchter Streiftreffer. Wie sieht es mit dir aus? Du machst natürlich auch wieder... Ich weiß, warum ich Support nicht mag. Guckt euch diesen Schaden an. 9. Das ist ja zum Kotzen. Wirklich, ey. Ganz ehrlich. Es ist ja komplett nutzlos. So, jetzt stirb. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt zaubern. Und können uns so ein bisschen wieder die Spinnen herbeischießen. Schießen, nicht schießen. Schießen wir auch gut, aber... Ja, dieses Viech ist auch extrem nervig. Mit Astralmembran. Da haben wir nämlich den Fall, dass wir für 30% betäubt werden. Ist was extrem ätzend ist. Aber ich denke mal, wir hauen erstmal den kleinen Wisp an. Damit einfach da... Oh, da sind wir... Okay. Und da sind wir auch schon betäubt. Ja, toll. Hat auch Astralmembran, ich Idiot. Habe ich natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Sehr professionell. Oh, der Troll kann jetzt erstmal nicht viel tun. Und hier können wir... Haben wir irgendeinen negativen Buff drauf? Nö. Können wir einfach mal ein bisschen was Damage machen. Und dann könnte man mit der Einheit noch reinhauen. Zwar würde ich... Ich glaube, die Spinne ist tatsächlich nerviger. Ich meine, die Fee sollte jetzt eigentlich nicht mehr wegkommen, würde ich sagen. Aber ich kann mich natürlich irren, ne? Hier jetzt ja natürlich immer schön diese Nebelbuffs. Oh, Gottes Willen. Ganz viel Gedöns. Spaltete Verteidigung. Ja. Okay, jetzt kriegen wir unsere Fernkämpfer und Nahkampf. Ist okay, das ist auch in Ordnung. Alles okay. Perfekt, perfekt. Genau das. Genau diesen Schieß, den wir brauchen. Guckt euch das an. Wie die sich da an dieser Schlange, an dieser Spinne abtun. So, und jetzt beschwören wir die einfach nochmal. Und ja, dann können wir einfach weitermachen. Machen wir mal diesmal zum Großen. Und hacken die mal schön in die Nacken. Guckt euch das an. Perfekt, ey. Also dieser Schieß gefällt mir richtig gut. Also ich finde es eigentlich sehr cool. Es wird natürlich auf jeden Fall genervt werden. Aber an sich fände ich sowas cool, dass so eine Kultur irgendwie eine Fähigkeit hat, die einfach wirklich krass ist. Ne? Also wirklich, wo du einfach nur sagst, boah, das ist eine krasse Fähigkeit. Mit der möchte ich mehr zu tun haben. Und nicht immer so dieses, oh ja, nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu stark. Es ist ein Fantasy-Spiel. Wir wollen natürlich Stärke. Wir wollen Action. Wir wollen hier Brutalität haben. Wir wollen doch nicht irgendwie, keine Ahnung, komplett balancierte Geschichten haben. Wir wollen vernichten können. Das ist mir momentan immer so dieser Trend, dass mir zu viel genervt wird. Ne? Also das habe ich jetzt schon mal erklärt. Ich finde es einfach ein bisschen lästig, wenn immer alles nur heruntergefahren wird. Statt dass diese man einfach mal davon ausgeht, okay, wir wollen ja ein Spiel erschaffen, wo man auch krasse Strategien hat. Da müsste man halt die KI noch ein bisschen besser programmieren. Aber an sich wäre es doch viel sinnvoller und auch mehr spaßbringend, wenn man solche Fähigkeiten bei jeder Kultur hätte. Jetzt muss man es halt nerven, weil die anderen Kulturen solche krassen Fähigkeiten einfach nicht besitzen. Und das ist sehr, sehr schade einfach, finde ich. Aber da könnt ihr mir auch mal die Meinung sagen, was ihr dazu sagt. Also ich finde es wirklich leider, leider schade, schade. So, muss ich mit irgendjemandem noch einen Nahkampf? Nö. Kann hier noch ein bisschen was sprengen. Aber das trifft alle, das wäre perfekt. Machen wir hier hin und boom. Wunderbar, jetzt haben wir hier noch einen Zorn bekommen. Bringt uns aber jetzt erstmal nicht so viel. Oh, da ist jetzt leider die Säule zwischen. Aber wir können den Dicken ja erstmal umbringen, das ist gar nicht so verkehrt. Ich meine, hier, die werden natürlich jetzt schon uns irgendwie nerven, ne? Ja, machen wir hier mal Damage. Der macht halt kaum Schaden, wir haben Verderbnisschwäche. Okay, oder man trifft auch gar nicht, dann bringt es natürlich überhaupt nichts. Ja, markieren wir mal. Wenn wir dann denken, ich bin nicht mehr bei Songs of Conquest. Das heißt, ich mache nicht weniger, ich mache weniger Schaden, wenn ich weniger Einheiten im Stack habe. Also gut, die Schlange ist ja nur eine einzelne Einheit, von daher macht die noch immer vollen Schaden. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich Einheiten verletze, reduziere ich ja auch deren Schaden.
Gut, so. Sehr gut, noch mehr Crits. Jetzt haben wir noch diese Einheit. Und die setzen wir einfach mal dahin. Die auch noch ganz vorne setzen. Oh. Und hauen noch mehr auf den Dicken ein. Der Dicke hält natürlich, wie ihr seht, verdammt viel aus, weil wir jetzt noch nicht so krass schon stark sind. Wir können aber ein paar Untote mal beschwören. Dann haben wir noch ein bisschen was, was die Leute nervt. Das ist ziemlich gut. Dann ist die Spinne auch tot. Zack. Und hier können wir nochmal auf das Wispchen einhauen. Wird zwar gestunt, aber ist uns egal. Das ist ja eigentlich auch Dark Ritual. Das ist natürlich auch eine super coole Fähigkeit. Kann man nicht anders sagen. Aber das war es eigentlich schon. Die fliehen jetzt. Auch ganz cool, diese Sklaverei-Social Trade, dass ihr da alle Einheiten, die fliehen oder gebrochen sind, behalten könnt. Das ist auch ziemlich mächtig. Ja, wir können das so beenden, brauchen die nicht zu verfolgen und haben, guckt euch das an, eigentlich gar nichts an Verlusten. Trotz dessen, dass wir am Anfang noch nicht die Spinne beschwören konnten, natürlich ist das, wenn man es gescheit spielt, recht einfach. Frostbringer Level 1 bringt uns gar nichts, Mana-Absauger bringt uns auch, ja doch okay, wir können ja unsere Nahkämpfer damit ausstatten und wir haben ein schützendes Schild. Das muss ich mir einmal angucken. Gehen wir erstmal auf unsere Nahkampfheldin. Die kriegt den Mana-Absauger. Schöne Keule. Das schützende Schild müssen wir einmal mit unserem anderen vergleichen. Plus 3 und Frostschaden finde ich eigentlich besser als plus 1 Widerstand, muss ich sagen. Von daher bleibt das so. Und jetzt haben wir das Nachspiel, die Brutstätte. Der Astralriss ist zerstört. Die Leichen von dem verlorenen Zauberer, der gar nicht vorhanden war, übersäen den blutgetränkten Boden. Auch da möchte ich wieder erwähnen, diese Übersetzung mit einem Studio, was so alt ist und aus Holland, also Niederlande, kommt. Egal. Der Wille der Tunnelspinne wurde vollbracht. Du erbittest den Segen der Tunnelspinne, der bewahrenden Schicksalsweber. Der Schicksalsweber. Sie kommt deinem Wunsch nach. Außerdem wird Avatar der Tunnelspinne. Das heißt, zu Beginn des Kampfes erhält sie 5 Stapel Zorn. Der Tunnelspinne finde ich sehr gut. Nutzt du einige der getöteten verlorenen Zauber, um ein Netz des Wissens zu nähren. Okay, ekelhaft. Dann sollen wir die als Nahrung nutzen. Okay. Vampir-Spinnen-Matriarchen könnte ich mir holen. Das ist eine T3-Einheit. Nee, bringt mir nicht so viel, ehrlich gesagt. Und ich könnte 47 Imperium, ist ja gar nichts. Ja, dann nehmen wir hier die Nahrung, ey, ganz ehrlich. Aber nein, es gibt nicht das Imperium dazu. Ich habe es übrigens schon wieder vergessen nachzuschauen, wodurch das sein kann, dass ich 0 Imperium bekomme. Ups. Aber irgendwann, wie gesagt, werde ich mal dran denken. Das kann ich euch schon versprechen. Ja, das war ein Kampf, ihr seht, das geht ganz gut, gerade mit dem Beschwören, aber auch vor dem Beschwören war das jetzt nicht unmöglich. Es ist halt immer der Klassiker, ne? Die Beschwörungszauber an sich sind cool, aber ehrlich gesagt auch richtiges Positioning, dass ihr die gescheiten Fähigkeiten ausnutzt, ein bisschen euch auch ein bisschen einigelt, das klappt immer ziemlich gut. Dann haben wir hier die Fähigkeit, ein Lagerhaus zu bauen, Wunderbärchen. Und wir würden dann nachher, wie gesagt, wahrscheinlich eher da hinten rumgehen. Weil hier jetzt, ah okay, wir haben ja minimal Wasser dazwischen, das ist jetzt nicht das Problem, um dann unsere Gegnerin jetzt zu vernichten, denn das wäre jetzt langfristig meine Motivation. Erstmal hauen wir noch diese Mini-Armee hier um. Angriff, klatschen die einmal um, wir brauchen die Erfahrung, von daher greifen wir natürlich an. Wir kriegen eine noblige Aegis. 2 Angrenzverbünde erhalten, 2 Verteidigung und 2 Widerstand. Das ist ganz cool, ehrlich gesagt. Das könnte ich mir vorstellen, mehr als diese bisschen Schaden dazu. Finde ich ganz gut. Ja, und dann bereiten wir uns jetzt vor auf den Schlag gegen unsere böse Nimue. Jetzt sind wir böse, weil wir die Leute da nicht verschont haben. Das ist auch, na egal. Nicht nur Ren. Ansonsten wollen wir jetzt eigentlich nur die Naga zeigen. Gucken uns mal die Fähigkeit an, die wir dadurch bekommen können. Haben natürlich jetzt noch nicht viel Wasser, weil ihr seht ja, wir sind ja nicht wirklich am Wasser dran. Dann kommt jetzt irgendeine freie Stadt auf uns zu, auch so ein Klassiker, gibt uns die Baumeister, dann kriegt ihr irgendwie mehr Überzeugung und so weiter. Oder wir können Geld dafür verlangen, ja, wir können von mir aus 2 Runden das machen. Hat sich die ernsthaft jetzt an mein Gebiet hier angesetzt? Das ist ja eine Unverschämtheit. Was bringt ihr doch gar nichts? Aber doch, die können, kann ja da noch hingehen, ne? Kriegt das an, was ist das für ein Gebiet? Das ist ja komplett sinnlos. Dann können wir oben noch die Spinnen töten, aber ich glaube, das machen wir gar nicht mehr. Ich glaube, das bringt uns tatsächlich nicht mehr weiter. Wie sieht es aus mit ihrer Armee eigentlich so? Da haben wir ja einen Sturmbringer. Können wir uns natürlich einfach nicht leisten, halt auch wegen Imperium, ne? Das ist das große Problem. Aber nochmal, ich schwöre euch, dass bei den Patch Notes tatsächlich was dazu stand. Hat mich zwar auch eher verwirrt als alles andere, aber es stand tatsächlich da, dass es nicht mehr einfach so ist, dass ihr durch die Stadt das bekommt, sondern dass ihr das über andere Methoden bekommt. Achso, jetzt kann ich natürlich nicht da durch. Erstmal mit meiner Einheit hier weg.
Müssen wir denn sonst noch irgendwas töten? Wir können natürlich hier das Wasser noch clearen. Dafür müssen wir aber jetzt tatsächlich Wasserpfad mit annehmen. Seepfad oder wie auch immer das heißt. Und können dann ein bisschen was aus Wasser noch frei machen. Gibt ja einfach ein bisschen Erfahrungspunkte. Und sollte uns helfen, dann die Gegner besser zu überwinden. Guck mal, es kann schon sein, aber wir sind schon 50. Runde, dass wir genug Einheiten haben, um die tatsächlich zu besiegen. Weil die halt nur eine Stadt hat, ne? Die hat jetzt auch nicht unendlich viel. Wir sind wirklich gut vorbereitet mit unseren Buffs. Müssen nur auf jeden Fall einen Zauberblocker zerstören, das ist schon mal klar. Mit Zerzes Zechers kriegen also noch mehr Moral. Damit sollten wir mehr Crits bekommen, was ideal wäre, um unsere Strategie voranzubringen. Brauchen wir mal hier die Palisade. Und eine arkane Forschung, Skalde von mir aus. Macht das mal. Müssen wir danach ein neues Buch wieder bekommen. Ja, hier haben wir pragmatische Anführer. Keine Ahnung, verstärkt. Befestigung, Waldläufer, glaube ich, war ganz nett, oder? Link und Behände. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Aber ich will eigentlich nicht jetzt noch mehr Rassen hier mit reinbringen. Weil wir dadurch einfach nur mehr eigentlich verzaubern müssten. Also wenn, würde ich dann hier hinten noch einen Helden nehmen als Backup. Nehmen wir mal den Flankierer hier so, damit das Spiel mich nicht mehr nervt. Du kannst da einfach hocken bleiben. Und ja, wir haben das angeschaut. Müssen wir jetzt gleich auch mal ausbauen. Und gehen dann mehr Gold, mehr Produktion. Mana haben wir nicht mehr. Also nehmen wir mehr... Ja, nehmen wir mehr Produktion. Machen wir hier oben noch Steinbruch. Und jetzt können wir auch hier die Feenwiese danach mal bauen. Oder Feenwasserteich, so heißt es. Wir würden danach dann das hier auch zum Förster umbauen. Können wir auch eigentlich jetzt schon machen, warum nicht? Das sollte eigentlich passen. Und dann gehen wir mal ein bisschen ins Wasser hinein und machen mal ein bisschen Ärger hier. Okay, das sind doch 6. Ich dachte, es wären nur 2 gewesen, aber es ist kein starkes Stack. Für Runde 54. Tatsächlich sehr angenehm. Reichsentwicklung, ja, wissen wir. Serena ist schon wieder besiegt worden, tatsächlich. Bisschen unangenehm, aber wie gesagt, ist es uns eigentlich egal, ob die sich gegen den Kopf einschlagen. Wichtig ist nur, dass wir nicht unbedingt... Ach ja, hier müssen wir noch das Alchemistenlabor bauen. Dass wir nicht unbedingt von ihr angegriffen werden, also über diese Richtung hier. Dass wir hoffen natürlich, unser Verbündeter hält die schon noch ein bisschen zurück, ne? Und wird jetzt nicht komplett überrannt. Das wäre ziemlich... nervig, aber bisher sehe ich jetzt hier im Gebiet noch nicht so viel. Ich glaube eher, dass sie immer angreift und da alles verliert. Ansonsten sieht er ja, wie viele Stacks sie wieder haben. Aber bisher jetzt noch keine überwältigenden Stacks. Müssten eigentlich ganz gut klarkommen mit, aber das sagt man natürlich immer leicht. Und nachher muss man Let's Play abbrechen. Das wäre natürlich nicht so schön. Okay, Herrscher ist aufgestiegen. Deswegen kämpfen wir, damit wir mehr Erfahrung bekommen. Haben wir hier also unten die wichtigsten. Der Triumph des Zechers ist tatsächlich... sehr gut. Und alle Einheiten erhalten Raserei mit Pilzwald-Provinzen. Auch stimmt. Das habe ich tatsächlich eben mal bei einem gemacht. Ist aber eigentlich eine ziemlich schlechte Fähigkeit. Weil wir ja nicht in Pilzfarmen oder sowas kämpfen werden. Ich mache noch Triumph des Zechers und danach will ich... Ja, und eigentlich zum Ansporn muss ich auch machen. Aber wir müssen auch dann langsam mal ein bisschen die Fähigkeit von unserem Helden erhöhen. Denn er ist momentan noch ziemlich schwach. 860er Armee. Will ich mich eigentlich nicht unbedingt mit anlegen. Gehen wir einfach mal hier rüber. Würden dann hier schon mal in die Richtung gehen und uns irgendwo einen Außenposten bauen. Falls wir dann jemals einen Teleporter haben, können wir dann da direkt hin teleportieren und heilen und so weiter und so fort. Das sind schon wichtige Geschichten. Müssen jetzt nur gucken, ob wir dann Diavo weg, wie es heißt, hier nerven oder ob wir außenrum gehen. Eigentlich haben wir die Zeit, außenrum zu gehen. Und das nächste Buch abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einmal ein T3-Buch. Und dann können wir endlich unsere schönen Nagas holen. Ich würde weiterhin auf Schaden gehen oder Verteidigung. Dann würden wir den Superwachstum, damit wir ein bisschen mehr AP haben. Andere Option wäre, wie gesagt, hier Projektile der Verwesung. Da hätte man noch mehr Schaden. Aber ich glaube, wir gehen auf Superwachstum. Damit unsere Sturmbringer auch einigermaßen mal aushalten können. Nehmen wir natürlich auch direkt. Ach, unten ist natürlich bitter, aber ja, wird jetzt langsam etwas teurer. Dessen beschwören wir noch ein paar. Dunstlinge. Und wir können... Ah, sehr gut. Wir können die integrieren. Kostet allerdings 560. Spiel, willst du mich veräppeln? Ja, 560. Und dann dringen wir ein. Wo dringen wir ein? Ach, da. Ach so. Ja. Stell dich mal dahin. Ach so. Ne, hier, wenn wir jetzt einen Helden hätten, können wir schön Außenposten bauen. Das wäre natürlich eine ganz coole Geschichte. Ja, komm, lassen wir die freie Stadt in Ruhe. Die jetzt auch schon durch dann damit. Oder brauche ich...
Ich habe noch ein bisschen. 24 Runden, sonst hätte ich hier noch mal ein bisschen Ruf gepumpt. Böse Präsenz mir ganz egal. Noch einen Forschungsposten bitte. Und weiter geht's. Er hat tatsächlich hier noch eine Stadt gebaut. Oh nee, ey, jetzt nervt die uns damit noch. Die kosmische Kugel. Wollen die... Wo habe ich die her? Bietet die eine kosmische Kugel an? Ich habe die Waffe für euch genommen, mein Herr des Wissens, um euch zum Sieg zu verhelfen. Ja. Das ist doch ganz gut. Die nehmen wir tatsächlich mit. Weil wir die unserem Haupthelden geben können. Und da wir die Stadt eh niemals integrieren können mit dem jetzigen Imperiumsgewinn, nehmen wir uns eine schöne T3-Kugel. Das ist doch gar nicht schlecht. So, dann bewegen wir uns hier oben hin. Mein Gott, können wir über Wasser aber flitzen. Halleluja, das ist ja super. Dann sind wir ja schon gleich da. Können noch einen Dunstling beschwören. Können den direkt in die Armee pumpen. Und bauen noch einen Dunstling. Ne? Wir können uns richtig schön die T3-Einheiten beschwören. Das ist schon ziemlich übel. Und können dann direkt mal die Nimue zerstören. Und ein Kopfgeld wurde wieder ausgesetzt. Das hat hier unsere... Ja, echt, den baut eine Stadt, ne? Ey, unglaublich. Die will, dass ich den Thron angreife. Ja klar, nehme ich mit. Kein Problem. Und wir können uns einen Flusstroll besorgen von unserer Stadt. Aber leider noch immer keine Sturmbringerin. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Unsere Kameradin ist wieder hergekommen. Wen interessiert's? Und jetzt können wir auch mal genau den Effekt sehen. Ihr seht, wir haben jetzt hier schön diesen Feenwasserteich gebaut. Deswegen ist unser ganzes Gebiet vernebelt. Finde ich ziemlich cool vom Visual her. Finde ich eine ganz, ganz nette Geschichte. Okay, hier. Schrein der Geister wusste ich natürlich nicht, dass man für jede Farm 10 Nahrung bekommt. Hupsi. Das ist ziemlich dumm, dass ich das jetzt nicht nutzen kann. Wir würden jetzt einfach nochmal einen Zauberturm bauen, damit wir nochmal ein bisschen an Imperium bekommen. Und irgendwann werden wir dann hoffentlich uns auch irgendwas leisten können, was uns ein bisschen voranbringt. Sonst warten wir noch auf Superwachstum und dann können wir eigentlich den Angriff beginnen und die Nimue hoffentlich direkt ausschalten. Wobei ich befürchte, dass sie uns wahrscheinlich da richtig schön nerven wird. Weil die da unten jetzt alles einnimmt. Hier, ihr seht schon. Und hat hier auch eine Armee schon stehen. Aber gut, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, da haben wir 3 Stacks voll. Jetzt nicht die besten Stacks, aber sind ganz okay. Die Dünstlinge müssen notfalls tanken, das ist kein Problem. Eigentlich müssen wir hier auch gucken, ob wir die Verteidigung weiter ausbauen. Aber wir müssen natürlich auch noch hier sowas mit Tunnel-Megalithen holen. Das wäre auch noch recht wichtig. Ganz kurz mal gucken. Tunnel-Megalith bringt nichts nebenan. Ne? Genau, dann können wir das neben das Alchemistenlabor setzen. Zwar hier. Dann haben wir nämlich hoffentlich noch mehr Forschung durch das Alchemistenlabor, wenn ich es nicht falsch verstanden habe. Das hätte ich echt ätzend, dass die jetzt hier... Wie kommt die da hin? Ja gut, über das Wasser stimmt. Hier einfach rüber geschwommen. Bisschen nervig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur eine Armee bauen müssen. Können wir ja mit diesen angestammten Wächterinnen mal machen. Machen wir einfach mal eine ganze Palette raus. Machen wir mal ein Stack. Hoffen, dass das reicht. Eigentlich keinen Bock, mich da jetzt zu sehr mit zu beschäftigen, um ehrlich zu sein. Ich nerv mich, dass diese KI wieder auf einen zukommt. Aber ergibt natürlich Sinn. Wir haben ja kaum Land hier, was überhaupt bewirtet werden kann. Von daher nicht so unwahrscheinlich. Dann bauen wir hier. Hierhin können wir auch noch einen Außenposten bauen. Damit wir ja direkt neben den Hauptstadt stehen können und sie dann einfach mal exekutieren können. Das wäre das Beste. So, einmal weiter bitte. Okay, jetzt irgendeine Stärkeprobe. Ja, von mir aus. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist auch so ein klassisches, wenn man Chaos hat. Und es ist immer, wenn ich 70% habe, Fehlschlag. Das ist ganz klar. Das heißt, wir kriegen jetzt ganz viel schlechte Sachen. Nervig. Aber es ist jetzt nichts gravierendes. Ich glaube, ein bisschen an Stabilität haben wir verloren oder sowas. Können wir leider auch nicht viel dran machen. Ich glaube, ich beschwöre noch einen Dunstling. Den werden wir wahrscheinlich nochmal brauchen, wenn wir die Kämpfe jetzt gleich kämpfen. Wenn ich so sehe, was unsere Verbündete an Truppen hat, werden wir wahrscheinlich mehr brauchen als das, was wir haben. Ich hoffe halt einfach, dass sie, also unsere Verbündete hier auch nochmal angreifen gehen. Aber schwierig. Ich guck gerade mal, was hier so bei der los ist. Ja, es geht. Nichts Weltbewegendes, sagen wir mal so. Kann trotzdem natürlich nerven, weil die ja besondere Fähigkeiten haben, wie ich ja schon gesagt habe. Gut wäre natürlich, wenn wir die hier einnehmen könnten. Aber dafür haben wir kein Imperium. So. Können wir jetzt, wie gesagt, hier einmal einen Außenposten hinpflanzen. Das ist mir egal, ob die mich nicht mag. Die mag mich sowieso schon nicht. Dann können wir es dann nicht regenerieren. Würde ich euch auch mal empfehlen. Dann könnt ihr da gut mitarbeiten.
immer neutral und wir wurden beleidigt. Ja, das ist jetzt mittlerweile Standard. Soll ich einen Blasrohrschützen rausnehmen oder einen Schützer? Ne, ich glaube, ich nehme lieber einen Blasrohrschützen raus. Den kann ich gerade nicht machen. Nächste Runde. Und wir haben jetzt 15 Imperium pro Runde. Yay! Yeah. Wow, wir sind ja richtig reich, ey. Wir brauchen jetzt von diesen ganzen Verstärkungssachen nichts, weil wir brauchen ja eigentlich nur Spinnen beschwören, konstant. Der Rest ist uns relativ egal. Ja, cool wäre natürlich hier so eine Akademie, aber kriegen wir nicht geboostet, weil ich tatsächlich jetzt den zweiten Steinbruch kaputt gemacht habe. Müssen aber langfristig. Wir haben einen haben wir hier oben, wir müssen noch einen hinkriegen. Das schaffen wir schon irgendwann. So, ich habe mir mal die Zeit genommen jetzt doch mal. Und mal gucken, wo der Fehler lag. Es war dieser 8-Form-Trade-Mod. Habe jetzt nicht gedacht, dass der irgendwie reingeht, aber ich denke mal, der nutzt noch irgendwie alte Patch-Dateien. Und ich habe jetzt nicht auch verstanden, was in dem Patch drin stand. Stand, dass nicht mehr an der Hauptstadt gebunden ist, diese 40 Imperium, sondern einfach, dass es allgemein diese 40 Einkommen gibt. Und das war einfach dann von mir ein falscher Gedankengang, dass man das vielleicht auf irgendeine coole spielerische Weise macht. Nee, das hieß einfach nur, du kriegst die generell. Und der Mod hat wohl noch die alten Patch-Daten genommen und deswegen war das halt so ein bisschen verbuggt. Ist aber nicht schlimm. Jetzt haben wir halt wieder 55. Denk mal, da sind wir auch so mit, ganz gut mit klargekommen. Naja, dann können wir weitermachen. Wie gesagt, der Plan ist jetzt tatsächlich, unsere Gegner uns schon mal anzugehen. Wir haben jetzt Superwachstum auch durch. Werden wir noch draufhauen. Wird natürlich unsere Einheiten jetzt nicht alle betreffen, gerade die Dunstlinge nicht. Die sind natürlich nicht von unserer Kultur. Ist ja klar, das sind einfach nur irgendwelche Feeneinheiten. Auch wenn ich sie damit vielleicht beleidige. Das ist mir egal. Das heißt, die werden natürlich dadurch nicht in irgendeiner Weise gestärkt. Soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Wir können natürlich auf die Nagas noch warten. Das dauert halt noch ein bisschen. Ach ne, Superwachstum müssen wir machen. Hupala, falsch. Oh, ja, beenden. Und den da wieder. Ja, Superwachstum würden wir einmal benutzen wollen. Wir können natürlich auch erstmal warten, bis wir ein paar Nagas haben. Oder generell unsere Einheiten zu Nagas gemacht haben. Und dann halt Sturmgeborene vor allen Dingen haben. Können wir auch Teleporter bauen, was sehr wichtig ist. Das würden wir nicht direkt mal hier anhauen. Dann können wir die nämlich auch nachher direkt rüberholen. Dann müssen wir hier unten nur einen Teleporter hinzufügen. Dann können wir auch nachher notfalls da oben die Stadt verteidigen. Nur wohin? Das sind alles so gute Gebiete. Müssen wir schon den Steinbruch opfern. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ist halt so. Und hier werden wir auch einen Teleporter hinbauen. Einfach, weil wir es müssen tatsächlich. Nicht mal wollen unbedingt, sondern müssen. Können wir hier hin. Da. Und dann müssen wir hier den Auspost jetzt mal zerstören. Das dauert natürlich auch zwei Runden, warum auch immer. Und können dann auch mal hier noch ein bisschen was uns ausbreiten. Den verfluchten Grabhügel hat sich übrigens unser Verbündete schon gesnackt. Also sehr effizient. Wie gesagt, die KI, dieser KI-Mod, da sind die schon schneller damit. Die sind da auch gnadenloser. Natürlich dafür jetzt nicht total overpowered, dass die hunderte Stacks haben. Was eine ganz okay Sache ist, würde ich sagen. Teleporter kann ich noch nicht bauen, weil Städte können jetzt die... Hier gibt es ja jetzt ein anderer. Ist das tatsächlich auch mit dem... Oh Gott, nicht, dass ich das auch noch übersehen habe. Sag mir nicht, wir können jetzt keine Teleporter mehr in Außenposten bauen. Das ist ja bitters dann. Ach Gott, echt jetzt. Dann müssen wir hier aus den Stadt machen. Das kostet natürlich wieder 200. Ja gut, aber werden wir sonst auch noch hinkriegen. Auch wieder ein bisschen lästig, ne? Aber Gott, ist halt so. Jetzt bauen wir unsere Backup-Armee hier auf, damit wir da notfalls uns verteidigen können. So, jetzt holen wir noch das Billigste, was wir kriegen können. Hier, lass die Kriegshunde los, schon mal nicht schlecht. Weil 6 Kriegshund-Einheiten zu haben, das kann auch schon mal sehr, sehr, sehr helfen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Superwachstum. Okay, was ist das? Die Hilfe eines Gottes der Natur. Achso, ich könnte jetzt hier Oberkommandant Faretom the Mechanic seine Hilfe, bietet seine Hilfe an. Ja, warum nicht? Kann man ruhig nehmen. Und dann werden wir einmal schön unsere Einheiten mit Superwachstum belegen, was sehr gut ist. Mehr HP ist immer eine exzellente Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Sonst haben wir noch Sterbe des Nebels. Können wir auch noch machen. Ne, ist nur für die andere. Cool. Ne. Habe ich das noch nicht gemacht gehabt? Ich dachte, ich hätte das schon gemacht gehabt. Naja, egal. Haben wir dann auch nochmal drauf. Dann sind wir möglichst gut vorbereitet. Das sollte dann funktionieren. Schnell hier alles einnehmen. Ach ja, shit, jetzt müssen wir da. Mache ich schnell. Einmal das Gebiet noch einnehmen, bevor die uns das auch noch klaut. Auch wenn das jetzt unser gesamtes Imperium wieder verbraucht hat. Aber wir kriegen ja jetzt immer Imperium, von daher passt das. Das ist ein Forschung. Karneval bringt uns nicht so viel. Förstereien haben wir jetzt auch nicht hier. Das ist leider sehr eingequetscht hier durch diese ganze Geschichte. Und wir kriegen ja trotzdem 10 Mana, ne? So oder so. Von daher können wir das schon mal gönnen. Nehmen wir dann direkt das hier weg. Und wir können hier auch nochmal ein neues Gebiet anschließen.
Ja, Geld. Oder oben lieber noch was Mana. Ich glaube, wir nehmen hier mal, tatsächlich mal einen Nexus. Forschung sollten wir eigentlich genug haben. So, haben wir einen schönen Nexus, noch einen Pilzwald. Gibt also nochmal zwei Forschung. Also wir kriegen halt massiv durch diese Pilzwälder. Ne? Das könnte ja gut, können wir nicht, leider nicht so richtig sehen. Gucken wir mal, ob es man in der Stadt richtig erkennen kann. Ne, leider nicht. Gebiet 87. Also wir kriegen schon massiv viel. Ah, hier sehen wir es. Forschungsposten mal zwei. Bevorzugtes Gebiet. 24 nur durch diese Stadt. Das ist schon ganz cool. Das ist jetzt nicht total immer, aber ist schon eine ganz gute Sache. Plus halt die Forschung, die wir auch nochmal, das können wir ja auch nochmal gucken. Durch die Materialrefinerie, nee. Institut, ich hier, ne, Tunnel-Megalith, genau, also, also eigentlich 48 tatsächlich. Wäre relativ leicht, beides zu bekommen. Das heißt, da kriegen wir ordentlichst Asche. Finde ich sehr cool. Ich mag ja Zauber oder auch Forschung gehen generell immer sehr gerne. Okay, die passen jetzt wirklich gar nicht mehr ins Bild. Aber haben jetzt auch noch Sterbe des Nebels, dadurch haben sie eine neue Fähigkeit bekommen. Warum nicht? Ach so, okay, ich musste nur ein Arbeitslager anbauen. Jetzt kann ich auch einen Teleporter bauen. Ich habe mich schon gewundert. War schon ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. So, jetzt können wir nicht flink immer hin und her. Damit haben wir unsere Gebiete angebaut. Teleporter hier ist auch durch. Das heißt, wir sind in beide in der Lage, unsere Einheiten zu verstärken und halt auch immer zu reagieren, falls uns eine KI angreift. Wird auch mal die Einheit hier dann zurückschicken. Tatsächlich ist, warum ist sie jetzt gerade nicht. Habe ich mich jetzt gerade verguckt oder ist sie gerade falsch gegangen? Ne, die ist durch den Teleporter gegangen, aber die ist durch den oberen. Ist der untere noch nicht gebaut worden? Oh, scheinbar. Ja, aber leider sind da die Symbole ja auch verschwunden. Aber habe ich nicht. Ach, den habe ich noch gar nicht. Okay, ich bin sehr intelligent, aber nicht schlimm. Wir werden eh unsere Armee nachher nach oben verlegen. Dann passt das schon. Das sollte dann schon funktionieren. Das würde ich ja nachher nach oben verlegen. Jo. Warten wir eigentlich nur darauf, dass wir jetzt. Na, noch immer nicht. Noch einen Zauber, glaube ich, müssen wir erforschen. Dann haben wir es. Wir können einfach mal hier antimagische Tinktur nehmen. Und ja, ewige Frost gescheitert, ist mir komplett Wurst. Ja, und wir können natürlich hier nochmal jetzt ein bisschen was, hier das hier pushen. Nochmal 20 Mana dazu. Könnte man auch noch mehr machen, aber ist okay erstmal. Dann den Schrein. Und wir könnten natürlich auch nochmal eine Einheit bauen. Und zwar eine Quälerin. Und einen Skald. Nehmen wir mal einen Skald. Kann uns nochmal helfen, hier die Armee ein bisschen zu verstärken, wenn die uns gleich von der Seite anfallen sollte. Was ja durchaus sein kann. Oh, irgendwo ist hier gerade eine Lagerung? Ah ja, tatsächlich. Oh, Nemue hat die Stadt eingenommen. Das ist natürlich gemein. Könnte jetzt eigentlich unsere Verbündeten mal darauf reagieren mit ihren 6 Stacks, aber. Nee. Also, ihr seht, das sind wesentlich weniger Stacks, ne? Das sind nur 6. Oder ja, so 5,5 oder 5. Ne, 5 und eine Einheit sogar noch. Also, recht wenig, ne? Normalerweise hat so eine brutale KI jetzt schon locker 30 Stacks, ne? Also, deswegen sind wir da ein bisschen weniger krass unterwegs. Finde ich aber ganz okay. So, jetzt endlich können wir. Da, Buch des Sturmreiters nehmen. Da kriegen wir jetzt auch neue von Primal Fury. Die anhaltenden Stadtzauber. Minus 10 Stadtstabilität, weil ich nicht so gut finde. Aber doppelte Provinzküsten, Basisressourcen. Haben wir jetzt natürlich gar nicht, weil wir halt Untergrund gestartet sind und eigentlich gar nicht am Wasser sind. Genauso im Sturmhafen. Ziemlich cool, finde ich tatsächlich. Plus 12 Mana. Da braucht er natürlich die Küstenprovinzverbesserung. Ich habe mir da tatsächlich gewünscht, dass man die boosten kann. Oder halt, weiß nicht. Irgendwie noch was anderes. Ich weiß nicht, bei den Stadtwerken, die dazukommen, die sind natürlich toll. Aber irgendwie habe ich mir da immer so ein bisschen mehr gewünscht. Ja, und dann kriegen wir natürlich unsere Sturmbringerin. Die guckt euch das an, unten diesen Dreizack wirft mit diesem massiv brutalen Damage, der dann auch noch auf drei Feldern in der Linie Schaden zufügen kann. Und die Sturmstöße, die auch nochmal 20% des Schadens weitergeben. Also extrem stark. Blitzsturm noch, was auch ziemlich cool ist, weil es eine dauerhafte Kampfverzauberung ist. Und natürlich unsere Nagerform. Alle drei wollen wir tatsächlich haben. Am wichtigsten, wir haben hier erstmal Sturmbringer. Ja, okay, dann locken wir uns die anderen beiden. Aua, teuer natürlich, aber. Also, wir können nur eins nehmen. Dann nehmen wir Sturmbringer erstmal, weil wir wollen die Einheiten ja möglichst schnell produzieren können. Damit wir die auch nochmal loslegen sehen können, sage ich mal. So, wir könnten auch. Was ist das? Nee, ganz sicher wirst du keine. Irgendein Gebiet von mir bekommen. Bist du wahnsinnig? Wir würden natürlich am besten auch die Einheiten hier austauschen. Wenn wir den Teleporter durch haben, werden wir hier die angestammte Wächterin tauschen gegen die SCN-T1-Einheiten noch, die wir haben. Und T2, also auf jeden Fall hier den Beschützer austauschen gegen die Wächterin. Damit wir da ein bisschen mehr Damage kriegen. Wir haben noch, ne, wir haben noch einen. Dann werden wir dann den Trollner austauschen, Wächter austauschen und ich glaube noch einen Animist austauschen durch die drei Domwächterinnen. Das wäre schon ganz sinnvoll.
damit wir da auch eine wirklich schlagkräftige Armee haben. Soll ich dann denken, die Gegnerin ist hier oben. Wir können natürlich auch direkt richtig fies sein, wenn die jetzt angreift und tötet, dass wir dann einfach dann tatsächlich einen Todesstoß setzen können. Wäre natürlich am idealsten. Oh, hier ist natürlich auch lecker. Lehrtengilde, aber 11 Runden ist halt sehr, sehr brutal. Fände ich jetzt nicht ganz so cool. 11 Runden, aber wir haben sonst gar keinen Boost mehr außer Gutzahl und da haben wir keine Farm für. Ach, dann machen wir einfach die Gelehrtengilde, auch wenn es Jahrzehnte dauern wird. Und wir können hier unseren Ferritum the Mechanic, das ist glaube ich einer von meinen selbst erstellten Leuten. Ja, hat halt ganz nett, ne? Aufstieg, Erschütterer. Hat halt schon die Aufstiege bekommen, obwohl wir das tatsächlich noch nicht im Patch hatten. Aber ja, wäre unaufhaltsamer Koloss, finde ich jetzt nicht so beeindruckend. Wäre aber natürlich eine Möglichkeit für Null zu rekrutieren. Warum nicht, wenn wir uns noch einen leisten können. Dann können wir unsere Armee nämlich nachher nochmal, oder unsere Ersatzarmee nochmal verstärken. Das kann ja nichts Schlechtes sein. Ansonsten haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir können auch mal ein Dunstling auf die Bank legen sozusagen. Brauchen jetzt nur noch die Forschung. Und wie gesagt, noch eine Wächterin. Ja, Handelsangebot, willst du wieder von mir? Ja, du willst Mana geben, ja, von mir aus. Ja, was das bringt, aber klar, mach ruhig. Da habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Kannst du die jetzt noch kaufen und dann bewegen wir die drei hier, zack, 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 durch unseren Teleporter, unseren neuen. Einmal hier rüber, zack, und können den Troll, Schützer und den Animisten. Mal gucken, ob das der richtige Animist ist. Ja, ist eigentlich egal. Ah, die Stahlform ist noch schlimmer, stimmt. Immer die Stahlform und den Animisten können wir dann nochmal zurücknehmen. Und dann können wir uns gleich dann hier hin bewegen. Und die werden dann auch hier als Verteidigungsarmee stationiert. Das auch du kannst dich hier rüber bewegen. Und auch du kannst dich hier rüber bewegen. Sodass wir hier einigermaßen einen geschützten Bereich haben und nicht komplett überrannt werden. So, drei Runden können wir so bauen. Wir können jetzt auch schon eine Sturmbringerin tatsächlich uns holen. Das kostet natürlich immer Imperium, aber jetzt haben wir ja genug. Also natürlich in die Wohnstadt bitte rekrutieren. Fangen wir mal an mit unseren ganzen Wurmbringern. So, ihr teilt euch wieder auf, damit es nicht zu diesem blöden Debuff kommt, den ich überhaupt nicht mag. Und dann teilen wir einmal die Armeen hier auf. So. Jetzt haben wir noch ein stärkeres Stack, sollte kein Problem sein. Wenn wir die noch zum Nager verwandeln können, dann glaube ich, sind wir absolut vorbereitet, jegliche Armee, die uns da entgegenkommt, zu töten. Leider hat die nicht die Chefin gekillt. Das ist sehr traurig. Ja, komm von mir aus, bezahle ich dir irgendwas. Ist mir doch egal. Das ist mir relativ Wurst. Nur mal auf die Uhr gucken. Wir können... Oh, hier hat er beschworen. Ein schönes kleines Spinnchen. Wie süß. Sehr süß. Ist ja krass, dass ich noch gar keinen Krieg erklärt habe. Ich glaube halt, das ist halt so auch intelligent von der KI. Das macht ja die KI, glaube ich, ohne den Mod ganz gerne. Mal einfach nochmal wahllos Krieg erklären. Aber ist sie ja schon im Krieg. Das ist ja für sie natürlich massiv tödlich. Wenn sie dann sagt, ja, ich erkläre dir jetzt auch noch den Krieg. Ne? So, Nahgestalt. Und jetzt können wir loslegen. Dann nehmen wir einmal diese Wächterin weg. Und machen ja nur noch Sturmbringer. 7 Runden. Ja, wir haben halt noch immer keine Grubschmiede, ne? Oder habe ich die jetzt mittlerweile gebaut? Oder habe ich die nächste Stufe noch nicht gebaut? Ja, da Waffenkammer. Boah, 7 Runden, Leute, ey. 900, um das zu fördern. Können wir hier auch ein paar Sturmbringer bauen? Dauert 12 Runden. Halleluja. Jetzt bitte noch da. Und noch eine 12 Runden ist natürlich auch absolut brutal. Grubschmied danach setzen. Und wir haben unsere erste Sturmbringer tatsächlich auch schon als Nager. Und wir haben natürlich alle Buffs, die wir sonst haben. Sind natürlich außer eben die Rassen-Kultur-Buffs da. Die haben wir nicht. Aber sonst haben wir alles mit dabei. Das heißt, wir haben eigentlich schon unsere Optimalvariante Sturmbringers. Guckt sie euch an. So sieht sie aus, die Einheit. Ziemlich cool. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Bin jetzt nicht der größte Visual-Typ, aber ist auf jeden Fall eine coole Einheit. Sieht halt wirklich einfach aus wie eine reine Nager. Ne? Das ist schon sehr cool. Gerade auch der Speer jetzt mit dem Feuer dran hat schon irgendwie was. Wir sollten dann aber tatsächlich noch unsere fremden Waffen, aber geht gar nicht, schade. Ich dachte eigentlich, wir könnten jetzt unsere Sturmbringerin von den Katzen da auch noch waffen, aber das geht leider nicht. Aber sollte auch so stark genug sein eigentlich. Ja, dann warten wir mal, wir kaufen uns gleich noch ein paar von Sturmbringern und dann lieber Vollgas. Nee, du kriegst keine verzauberten Höhlen. Keine Ahnung, warum du das willst. Achso, das war ja so die Böse. Mhm, okay, unsere Feindin. Das ist übrigens ganz cool für jeden Ressourcenknoten. 3 Mana, extrem, extrem stark.
würde jetzt zu diesen 2000 Gold neigen, um uns die Sachen zu kaufen. Aber ich glaube, das ist sogar noch besser, ne? Jeden Ressourcenklon. Ja, das ist ziemlich gut. Guckt euch das an. Mal einfach mal 57 Mana dazu geballert. Also schon extrem cool. Jo, du kannst jetzt auch. Wen tauschen wir aus? Jetzt können wir langsam mal anfangen, alles auszusortieren, was uns nicht so interessiert. Ich meine, die Herbstelfe ist tatsächlich auch nicht mehr so nützlich. Eine ganz coole Einheit. Ich mag die Elfen ja sehr gerne. Wer ganz, ganz alte Videos da von mir gesehen hat, weiß, dass ich die doch auch als Strategie sehe, wenn man die schnell pushen kann mit diesem Ancient Wonder, also mit dem Wunder hier. Das ist schon sehr stark, aber ist jetzt nicht gerade unser Ziel, auf die zu gehen. 383, ja, vielleicht hätten wir doch Gold nehmen sollen. Egal. So, noch 6 Runden, dann können wir nicht auch unsere Naga-Form nehmen. Und daher passt das ja ganz gut. Eine Armee drängt ein, das ist mir eigentlich relativ Wurst. Wir können diesen blöden Speer mal auslöschen, denn der bringt uns gar nichts. Genau gar nichts bringt er uns, von daher. Na, na, na. Du kannst hier einmal reingehen. Das spielen wir einfach mal vor uns hin. Ansonsten macht man eigentlich nur noch diesen Kampf. Die sind sich ja gerade gegenseitig die Köpfe am Einschlagen. Oh, guck mal hier. Oh, jetzt tatsächlich. Sie ist gestorben. Also das, was ich prognostiziert hatte, ist tatsächlich passiert. Das ist ziemlich krass. Das ist gar nicht schlecht. Ja, da hier 300 Gold ausgeben will ich eigentlich nicht. Okay, das ist gar nicht schlecht. Ja, Wachstum. Ja, das ist sogar sehr gut. Dann haben wir schon unseren ersten Sturmbringer von unserer Kultur. Sehr gut. Boom, guck euch den Oshi mal an. Schön groß, aber noch kein Naga natürlich. Ne? Das dauert nochmal 4 Runden. Aber auch da können wir dann wieder aussortieren. Wenn wir die Quälerin noch mitnehmen oder die Dunstlinge. Also Quälerin würden ja halt auch zum Naga werden. Ne? Aber ich finde die Dunstlinge eigentlich ganz cool nochmal als Showcase. Dann nehmen wir nochmal einen hier, einen Quäler raus. Weil ich ja Fernkampfeinheiten natürlich immer gerne habe. Also zusätzlich zu den Plänkler-Einheiten. So, jetzt ist sie tatsächlich gekillt worden. Das heißt, wir können sie jetzt einfach überrennen gleich. Oh, ich kann mir sogar noch einen leisten. Dann machen wir das auch. Sehr schön. Dann können wir nicht mal sehen, wie gut sind sie wirklich. Sind sie wirklich so krass, wie ich mir das gedacht habe? Oder habe ich mich da tatsächlich vertan? Nee, ich möchte bitte einen von Animisten. Auch wenn die auf unseren schönen Elefanten reiten. Aber ist ja auch eher Gimmick. Das ist ja das, was ich meine. Da komme ich ja nochmal, wenn ich Lust dazu habe, noch eine Übersicht mache, wie ich denn zu den DLC stehe. Ich finde da die Reittiere, also es ist in meinen Augen einfach, ja, um ein bisschen was Fluff hinzuzufügen. Aber Reittiere sind ganz nett, ne, wegen HP. Aber ihr seht ja auch, der Elefant bringt einfach nur HP. Und ja, ist ein Koloss, kann halt Sachen überrennen. Aber in meinen Augen halt nicht das Spannendste, ne. Wenn ich wirklich ein DLC nach einem halben Jahr bekomme, oder nach ein paar Monaten, dann möchte ich auch ein bisschen was mehr als einfach nur sowas total Langweiliges. Aber gut. Ihr seht unsere Armeestärke mittlerweile hier mit dem. Ist schon richtig schön saftig. Ja, sonst brauchen wir eigentlich, glaube ich, hier nichts mehr. Könnten natürlich nochmal gucken, ob wir. Mana brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich brauche mal nichts mehr, glaube ich. Ja, die mehr Gold ist natürlich nicht schlecht. Wir haben mal die 2000 Gold, dann ist okay. Und danach können wir. Wir haben da jetzt noch eine Runde, dann müssen wir eigentlich schon angreifen. Aber das Problem ist, unsere Naga-Form ist noch nicht durch. Das ist die Frage. Sollen wir das schon machen oder nicht? Aber ich glaube, wir greifen an. Oder ich glaube, wir haben jetzt Sturmbringer. Wir haben ja einen Nager. Alles gut. Das können wir durchaus bringen. Dann greifen wir die jetzt an. Oh nee, komm, wir warten noch die 2 Runden. Aber ich habe natürlich keinen Bock, dass die jetzt wieder hier durch die Gegend laufen. Ich dann nachher ungeschnitten hinter der herlaufen muss, wie so ein Idiot. Das wäre nicht so angenehm tatsächlich. Nee, ich will kein Handelsangebot. Jetzt müsste sie zurückkommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, sie ist wieder zurückgekommen. Gut, soll uns. Wenn sie jetzt nicht direkt abholt, können wir sie halt tatsächlich töten. Und wir haben noch einen Sturmringer. Perfekt. Ja gut, dann sind wir jetzt eh gleich komplett. Rasten wir halt komplett aus, ne? Muss man ganz offen sagen. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr die Naga-Form, aber gut. Ist halt so. So, jetzt können wir sie doch. Ja, ja, was auch immer. Irgendeine freie Stadt. Okay, cool. Abgelehnt, ja, ist mir egal. Ich möchte jetzt bitte die Naga-Gestalt. Ach Gott, 6 Runden. Ach du Schitte. Ja gut, das dauert dann noch ein bisschen, bis wir das haben. Nagelstall ist aber durch, neue Forschung wählen und dann könnten wir noch den Wolkenbruch wählen. Ah, das bringt uns aber nichts, glaube ich, nur, obwohl da können wir auch der Feindlich-Provinz mitmachen, ne? Ja, so also generell kann man das überall machen, nur nicht im Untergrund, heißt für uns nicht ganz so nützlich. Aber ja, passt trotzdem. Ja, was machen wir? Dann nehmen wir die Quälerin raus, komm, so.
Da haben wir auf jeden Fall noch zwei Stacks, die uns da beschützen können, damit wir hier von der Seite nicht irgendwie angegangen werden. Während wir unsere gerechte Rache nehmen, weil sie unser Untergrundreich hier angegriffen hat. Was ja nun gar nicht geht. Also jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Oh, sonst brauchen wir hier gar nichts mehr. Ja, ist alles komplett sinnlos. Das heißt, jetzt müssen wir noch 6 Runden warten, bis wir das überhaupt erreichen können. Ja, Imperium ist cool. Ja, nehmen wir einfach Imperium. Auch nicht so wichtig mehr. Haben gleich noch mehr Sturmbringer. Also danach haben wir wirklich eine Armee, die haut halt alles aus den Socken. Sind aber jetzt auch schon in der 83. Runde, muss man dazu sagen. Ne? Also wir sind natürlich jetzt auch schon, jetzt haut sie gerade ab leider, schon massiv weit. Also wir haben, also ich bin eigentlich zufrieden mit unserer Forschungsstrategie, sage ich ganz offen. Aber man hätte halt trotzdem anscheinend einfach noch mehr machen müssen, ne? Müssen können. Ey, warum? Oh, ich glaube, unsere Stadt ist nicht sehr glücklich. Weil irgendwie... Außerdem, weil wir jetzt was bauen, ne? Nee, keine Ahnung. Warum haben wir so viel Geld verloren? Sehr merkwürdig. Aber wir müssen auch mal Märkte bauen, tatsächlich. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Mal die Gilde nochmal produzieren. Und dann haben wir noch... Wie viel? Noch immer 4 Runden, Leute, ey. Eieiei. Also natürlich auch, wenn wir nur 2 Städte haben. Da müsst ihr immer dran denken. Eigentlich hier oben die Stadt mal integrieren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mal billiger geworden ist. 580. Nicht komplett lächerlich. Ach, das hat sie, glaube ich, gerade gemacht. Und dafür hält auch ein Nager, ne? Oh, der sieht auch cool aus. Schön, schön heftig. Okay, noch mehr Forschung. Brauchen wir mal ein paar Märkte hier. Jetzt kriegen wir natürlich massiv Malus, weil wir jetzt langsam halt so viel krasse Einheiten bauen, ne? Das ist klar, da bringen wir uns natürlich absolut in die, ins, seht ihr ja, minus 50 Income. Das ist schon brutal. Absolut in die Schulden hinein, aber soll uns nicht weiter kümmern. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal nochmal einen letzten Cut und dann nächste Runde machen wir dann hier die Nemo im Kopf kürzer und gucken uns mal an, wie die Sturmbringer so sind. Egal wie die Armee ist, wir werden auf jeden Fall kämpfen, das Ganze mal anzugucken. Das wollen wir definitiv machen. Was? Wüstler? Nee, du kriegst kein... was ist das für ein diplomatisches Prinzip? Ich hätte gerne deine Stadt. Nee, warum sollte ich jemals meine Stadt ausgeben? Es ergibt doch gar keinen Sinn. Egal, gut. Also ich würde die Armee jetzt nochmal austauschen und dann hole ich euch dazu. Also... nächste Partei und dann machen wir erstmal hier, nehmen wir schön den Kopf kürzer. Die müsst ihr uns ja hoffentlich angreifen, wenn wir die jetzt angehen. Und ist natürlich, sind da wirklich ja gut sich am Bekämpfen hier. Das ist ja schon keine schlechte Sache. Aber dann können wir dann nächstes Mal den entscheidenden Kampf gegen die diese Naturgeister. Dann machen wir Naga und Naga Action sozusagen. Das wird auf jeden Fall spannend. Also von daher, bis zum nächsten Mal im letzten Part. Haut rein!